Yo, was geht ab, mein lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und zwar werden wir heute auf ein Video reagieren, das ärmste Land der Welt. Genau. Das werden wir uns jetzt reinziehen. Wir gehen mal rein. Das Jahr zum ärmsten Land der Welt gewählt wurde. Das Hallo allerseits, ich bin's, Rui Chenet. Wir sind in Burundi, das laut den Analyseberichten der Weltbank, des IWF und vieler anderer offizieller Institutionen in den letzten 62 Jahren fast jedes Jahr zum ärmsten Land der Welt gewählt wurde. Das Land hat etwa 12,5 Millionen Einwohner und die Menschen dort leben in so großer Armut, dass es auch als das unglücklichste Land der Welt bekannt ist. Das Jahreseinkommen des durchschnittlichen arbeitenden Bürgers liegt bei etwa 180 US-Dollar. Obwohl die Arbeitslosenquote im Land nicht bekannt ist, geht man davon aus, dass einer 180 US-Dollar Jahresquote? Und die Menschen dort leben in so großer Armut, dass es auch als das unglücklichste Land der Welt bekannt ist. Das Jahreseinkommen des durchschnittlichen arbeitenden Bürgers liegt bei etwa 180 US-Dollar, obwohl die Arbeitslosenquote im Jahreseinkommen 180 US-Dollar, Digga, krass, Mann. Nicht bekannt ist, geht man davon aus, dass einer von drei Menschen arbeitslos ist. Stell dir das vor, wenn du das Glück hast, Tag und Nacht arbeiten zu können, beträgt dein Monatslohn nur 15 US-Dollar und du musst eine achtköpfige Familie ernähren. Willkommen im ärmsten und unglücklichsten Land der Welt. Als wir auf dem Bujumbura International landeten, dem einzigen Flughafen des Landes mit einer asphaltierten Start- und Landebahn, waren wir sehr überrascht, als wir auf die Informationsanzeige schauten. Sie benutzten die Testversion des Betriebssystems, um eine Gebühr zu vermeiden. An der Unfallstelle, die wir auf unserem Weg zum Hotel sahen, stand eine Gruppe von Kindern um einen Hund herum, der von einem Auto angefahren wurde. Die Republik Burundi, das Herz Afrikas, liegt im großen Grabenbruch, wo Ostafrika auf die afrikanischen großen Seen trifft. Die Fläche des Landes beträgt nur 27.834 Quadratkilometer. Obwohl fast alle Menschen in der Landwirtschaft tätig sind, reicht die geografische Lage mit ihren vielen Bergregionen leider nicht aus, um 12,5 Millionen Menschen zu ernähren. Die bevölkerungsreichste Stadt Bujumbura hat eine Bevölkerung von 380.000 Menschen. Wir befinden uns im Bezirk Buterere im Zentrum. Das erste auffällige Detail ist, dass es überall Kinder gibt. Die Kinder in unserer Nacht. Das ist so krass, Mann, Alter. Das passiert parallel, weißt du, wie ich meine, so. So, wie viele Menschen leben in Saus und Braus und haben so ein normales, gutes Leben, sag ich mal, weißt du, wie ich meine. Und dann gibt es auf dem anderen Ende von der Welt Menschen, die einfach 15 Dollar im Monat verdienen und eine achtköpfige Familie ernähren müssen, so, weißt du, wie ich meine, so. Sind mit Fischen beschäftigt. 65% der Bevölkerung sind unter 25 Jahre alt und 45% sind unter 15 Jahre alt. Nur 3% sind 65 Jahre alt oder älter. Sie haben nicht viele Spielsachen, mit denen sie spielen können. Er nimmt einen schon mit, ne, so ein bisschen. Dankbarkeit ist das Zauberwort. Ey, wir müssen wirklich so dankbar sein, jeden Tag. Und wir müssen auch eigentlich viel mehr tun, um die ganze Welt irgendwie zu einem besseren Ort zu machen, weißt du? Es gibt Kinder, die einen Reifen mit einem Stock drehen, Brettspiele mit Bierdeckeln spielen, Spielzeugautos aus Plastikflaschen bauen und Fußball mit einem hohen Reifen spielen. Nach den Daten der Vereinten Nationen, die vor 10 Jahren veröffentlicht wurden, lag die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen bei 49 Jahren. Da nur 7,6% der Bevölkerung Zugang zu Elektrizität haben, gibt es in vielen Stadtvierteln Ladestationen für Handys. Obwohl wir bereits das Jahr 2022 haben, benutzen die meisten Menschen in diesem Land immer noch keine Smartphones. Sogar die Informationsfilme in den Flugzeugen zeigen Bilder von alten Technologien. Wir sind auf, Bruder, ja. Einem Reisfeld in Buterere. Hier sind die Bauern, die versuchen, die Stadt Bujumbura zu ernähren. This is the place Bujumbura gets the rice from. Etwa 86% des Landes bestehen aus ländlichen Gebieten wie diesem. Fast 90% der gesamten Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig. Wir sind unterwegs, um das Zuhause eines durchschnittlichen Bauern im ärmsten Land der Welt zu sehen, in dem fast jeder ein Bauer ist. Es gibt Obdachlose, die keine andere Wahl haben, als nass zu werden, wenn es regnet.
Wir sehen ein Kind, das das Regenwasser nutzt, um darin zu duschen. Ist das Ihr Haus? Ja. Nur ein Zimmer? There are 80 people living in this house. It means 80 children, two parents. This is their bed, this one. Breiten Sie diese Matte aus und schlafen auf ihr? And there's one for me. So they have another one, this for children. So 80 children sleep on this. Oh. They took it from the garbage there. Gehören alle diese Kinder zu ihr? Wie heißt er? Wie alt ist John? Wie viel Geld im Monat? Es ist halt, weil wir so weit weg leben, ich kenne es ja, also ich weiß es ja auch selbst von mir, wenn man das sich halt nicht bewusst macht und weil man so weit weg lebt auch, hat man das nicht so vor Augen, weißt du, was ich meine? So, man blendet es aus, man vergisst das, dass es Menschen gibt, die viel weniger haben als wir. Und man sollte sich das aber wirklich jeden Tag eigentlich bewusst machen, wie wir leben und wie andere Menschen auf der Welt leben. Einfach für dieses, dass man das Bewusstsein dafür hat, weißt du? Und dann hoffentlich auch im nächsten Schritt dann irgendwann anfängt, auch wirklich zu helfen, weißt du? Auch ich möchte unbedingt an diesen oder ja, muss an diesen Punkt kommen, dass mir das alles noch viel bewusster wird und dass man dann halt wirklich was tut, um eine Veränderung anzustoßen. So. Wie alt ist der älteste Sohn? Was macht er jetzt? He has gone to garbages to collect his different things. Vielen Dank für Ihre Zeit. Was möchte er in die Kamera sagen? In the name of Jesus. Zwei Kinder verloren wegen Hunger, Bruder. John, der Bohnen anbaut, versucht, seine Familie mit einem Einkommen von $10 im Monat zu versorgen. Und alle 10 Familienmitglieder schlafen auf dem Boden in einem Raum. Sie haben nicht einmal Strom in ihrer Wohnung, aber Johns Situation ist immer noch besser als die der meisten anderen Menschen, die wir gleich sehen werden. In Burundi, dem Land mit der zweithöchsten Bevölkerungsdichte in Afrika, kann man überall auf Menschen stoßen. Auf einem Quadratkilometer kommen 451 Menschen und mehr als 70% dieser Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Einer von 20 Menschen stirbt an Unterernährung oder Hunger. Derzeit entspricht ein US-Dollar etwa 2000 burundischen Franken. Allerdings ist es fast unmöglich, einen Dollar zu diesem Preis zu kaufen. Man kann sich einige Dollar auf dem Schwarzmarkt besorgen und ein Dollar wird dort in etwa 3000 burundische Franken umgerechnet. Demnach entspricht die wertvollste Banknote 10.000 Franken, etwa 3,3 US. Franken, Digga, allein das ist so eine Währung, da weißt du, ich meine, das zeigt schon. Da es in Burundi an der neuesten Technologie mangelt, gibt es hier viele Jobs nicht, die es in anderen Ländern gibt. Wir sind auf dem Weg, um Interviews mit Fachleuten aus verschiedenen Gesellschaftsschichten zu führen, zum Beispiel mit Polizisten oder Zimmermännern. Eine Person, die ein Fahrrad besitzt, gilt in Burundi als berufstätig. Diese Menschen versuchen, sich am Leben zu halten, indem sie die Produkte von den Bauern zu den Märkten tragen. Wie weit trägt er das? One can, they might go and get back around 9 hours. They went at 4. Könnt ihr euch da reinversetzen so? Könnt ihr euch vorstellen, wie das sein muss, die so ein das, wie anders das von unserem, also wie weit das weg ist von unserem Leben so? Fuck, Alter. Aber mich persönlich nimmt das gerade extrem mit so, weil natürlich man hört immer wieder, man weiß auch viel, aber man so dieses direkte Und barfuß. Werden sie nicht krank? In fact, they are taking them from another province, countryside. They earn 3,000 per day, approximately 90 cents. Dann verdienen sie gut, verglichen mit den anderen Jungs. Yeah, but hard. Imagine riding from one province to another, lot of kilometers, many hours. They also pay tax for that. Nackte, zerrissene Kleider. Radfahrer, die mit einem Tag
Verdienst. Komisch, ich weiß nicht, was mit meinem Internet gerade los ist. Von 90 Cent eine Familie mit vielen Kindern versorgen müssen, riskieren ihr Leben, indem sie jeden Tag 10 bis 12 Stunden lang 100 bis 150 Kilometer zwischen den Städten zurücklegen. 200 Kilogramm Last schieben die Fahrräder bei einer Geschwindigkeit von 70 bis 80 Kilometern. Für 90 Cent, Bruder. Stunde nach unten, wenn die Bremsen bei plötzlich auftretenden Fußgängern, Fahrzeugen oder Straßenkurven versagen oder die Reifen platzen, kann das schreckliche Folgen haben. In diesem Überlebenskampf halten sich Menschen, die ihre Fahrräder bergauf schieben, an der Rückseite vorbeifahrender Lastwagen fest, um Energie und Zeit zu sparen. Manche Radfahrer hingegen finden nichts, woran sie sich festhalten können. Sie hängen sich an das Fahrrad des Vordermanns und die Unfälle sind vorprogrammiert. Nach Angaben der Autobahnbehörde gibt es in Burundi etwa 12.000 Kilometer Straßen, aber nur 14% davon sind asphaltiert. Es gibt Menschen, die ihre Fahrräder in der Schlammpfütze waschen, die sich nach dem Regen gebildet hat. Manche Menschen trocknen ihre regennasse Kleidung an einem Strommast auf der Straße, weil sie kein Haus haben. Wir sind am Treff- und Essenspunkt von Radfahrern auf einer Landstraße. Was ist das? This is sweet potato, 100 Burundian. Wie viel verdient sie im Monat? 5.000 Burundian, which is around $1.50. Wie kommt sie zurecht? And there are kids that are helping them selling mushrooms and whatever. Trotzdem hast du noch diese Ausstrahlung in den Augen und im Vibe, so, weißt du, was ich meine? Siehst du das? Weißt du so? Obwohl die nix haben, viel weniger als wir haben. Wie viele Leute von uns, selbst ich auch, ich schließe mich da nicht aus, haben Depressionen, haben Ängste, haben Probleme, denken, sie können gerade nicht mehr leben, weil irgendwas ist. Oh nee, hier und da, rechts und links. Weißt du, was ich meine so? Das ist so, eigentlich müssten wir haben so eine krasse Verantwortung eigentlich, weil wir das Privileg haben, dass wir frei leben können, ohne uns Sorgen zu machen, ob wir morgen nichts mehr essen können, dass wir alles und das Beste aus unserem Leben rausholen müssen, um dann anderen Menschen zu helfen, Digga. So, das ist eigentlich unsere Verantwortung auch, weißt du? Finde ich, dass irgendwann der ganzen Welt irgendwann besser geht. Hat sie Kinder, die verstorben sind? Ja, one kid, 3 years. Egg is 500. The benefit for one egg is 100. Wie viel kostet eine Schüssel? One plate is 500. They earn 2000 per day. So they use 1000 for food. They save 1000 to pay the rent at the end of the month. Sie verzehren meist Kartoffeln und Bohnen, da ihre Energiequellen. Wieso kein Adblocker? Ja, weil ich die Leute, von denen ich mir Videos reinziehe, supporten möchte. Und YouTuber und Leute, die Videos machen, verdienen so ihr Geld, ihr Brot, ihr Lebensunterhalt so. Und ich, weißt du, ich bin auch dankbar dafür, wenn Leute sich die Werbung reinziehen und wenn die Leute die Werbung nicht überspringen oder meine Videos ohne Adblocker gucken, weil ich davon lebe, weißt du, weil es mein Job ist, mein Beruf. Und deswegen will ich auch andere Creator unterstützen einfach, weißt du, was ich meine so? Und nicht Adblocker machen. Ist unter den Menschen sehr verbreitet. Unabhängig davon, ob sie einen Job haben oder nicht, bitten manche Menschen von klein auf um Hilfe, sobald sie einen Fremden sehen. Unser Auto hat ständig eine Panne und die Leute fragen ständig nach Geld. Schon da, Große! Der Baum hat verhindert, dass das Auto von der Klippe stürzt. Schau. Diejenigen, die kein Fahrrad besitzen, tragen die Bananen oder andere Lasten Tag und Nacht auf ihren Köpfen, manchmal barfuß, um nur 50 Cent am Tag zu verdienen und transportieren sie von den Dörfern in die kilometerweit entfernten Städte. Diese Menschen, die zu Fuß von einer Stadt zur anderen laufen, strapazieren auf diesen Straßen ihren Körper und ihre Gesundheit. Auf ihrer letzten Station, dem Markt in Bujumbura, werden die meisten Produkte direkt von den Bauern verkauft, denn es gibt nicht genug Technik, um die Produkte zu verarbeiten oder zu verpacken. Hallo.
Aber mich flasht einfach, was für eine krass andere Welt das ist, so, ne? Es ist so heftig. You know, these are the people who transport for other people. Like we can get 1000. Wirklich? In diesem Markt, der das größte Einkaufszentrum des Landes ist, gibt es außer Lebensmitteln nicht viel. Sie haben diesen Ort Kotebu genannt. Manche Leute mögen die Kamera hier nicht. Sie sind nicht daran gewöhnt. Dieser Ort ist voll von Menschen. Wir sind auf dem Weg nach Gitega, der zweitgrößten Stadt und Hauptstadt des Landes mit 135.000 Einwohnern. China. Hi, yes. China. If we can, take a limited time, not more than 5 minutes. So that it may not cause troubles. Politische Unruhen herrschen in allen Ecken des Landes. Unser Fahrer trägt heute eine Jacke und hat eine Bibel auf der vorderen Konsole. Autos, um die Polizeikontrollen zu umgehen. Polizeikontrollen beginnen hier mit einem quergespannten Seil. Unserem Reiseführer zufolge gehören diese Leute zu den Jugendabteilungen der führenden Partei und sie blockieren die Straße, um Identitätskontrollen durchzuführen. Unser Fahrer legt der Polizei am Kontrollpunkt die Dokumente vor, aber sie sagen, dass unser Auto abgeschleppt wird, weil es einen Riss in der Windschutzscheibe hat. Der Fahrer verhandelt in aller Ruhe mit der Polizei und zahlt ein Bestechungsgeld von 5000 burundischen Francs. Das sind etwa 1,6 Dollar. Wie viel verdient er im Monat? Ich denke, wir sollten ihm helfen. I want to say something. Thank you. It's an investment you give me. I will buy 2 wood so that my job continues. Wie viel verdient er im Monat? $10. Und er transportiert Leute? Ja, Mototaxi. Wir haben einen der Polizisten im Auto mitgenommen, um zu verstehen, wie sie, die Beamte sind, über ihre Runden kommen, wenn sie kein Schmiergeld verlangen. Wie viel verdient ein Polizist im Monat? It is around $14. Aber weißt du, sie bekommen auch Einnahmen auf inoffiziellem Weg, Schmiergelder. They just get the money to drink beer. They don't get a lot from it. Das ist krass, ey. Die Polizisten verdienen auch eigentlich gar nichts so und machen dann ihr Geld. So wie auch in Mexiko, einfach mit noch ein bisschen Bestechung, ein bisschen, wie mit den Straßensperren zum Beispiel. Janis 2002 sagt, so welche Länder sind aber sicher nicht von Anfang an so arm. Ich könnte darauf wetten, dass die Regierung anders korrupt ist. Ja, geh mal auf den Ursprung nach ganz hinten zurück, weißt du? Ich könnte fast wetten, dass das alles zurückzuführen ist auf die Ausbeutung von Afrika, auf diese unmenschliche Umgang mit den afrikanischen Menschen und mit dem Kontinent, gerade aus europäischer Sicht. Der Kontinent wurde ausgebeutet. So, die Menschen wurden schlecht behandelt und als Sklaven verkauft in andere Länder. Verstehst du? So, da muss man immer gucken, wo ist der Ursprung. Der Supremo sagt gerade, die Europäer haben einfach dieses Land so zerstört. Hätten die damals Afrika nicht so krass ausgebeutet, wäre Afrika niemals so arm geworden. Nicht gewesen, sondern geworden. Bin ich auch überzeugt von. Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Tag? Unser Fahrer hielt an, als der Premierminister und sein Konvoi vorbeifuhren. Er sagt, dass es aus Respekt verboten ist, das Fahrzeug zu bewegen, wenn Konvois vorbeifahren. Stell dir eine Liste der Bedürfnisse vor, die eine 8-köpfige Familie für einen Monat hat. Das Familienoberhaupt verdient aber nur durchschnittlich 50.000 Franken pro Monat. Ein Liter Milch kostet 5.500. Ein Liter Sonnenblumenöl kostet 9.000. 170 Milliliter Shampoo kosten 8.000. Ein Kilogramm Zucker kostet 8.500. 1,5 Liter Wasser kostet 1.500. Selbst diese Liste, in der Gemüse und Fleischprodukte noch nicht enthalten sind, liegt weit über der Kaufkraft einer Familie. Ein Stück Schokolade kostet 2.500. Eine Packung Kekse kostet 2.000. Ein Red Bull kostet 6.500. 750 Gramm Schokolade Haselnuss kostet 18.000. Ein Liter Olivenöl kostet 29.000. Wie du siehst, wird das Fleisch hier nicht in Kühlschränken aufbewahrt.
like this one, all of this, is 2000. Was ist mit Wassermelone? 4000. Nimm die Kamera. Ein durchschnittlicher Burundier muss etwa 230 Jahre lang arbeiten, ohne Geld auszugeben, um das volle Jahresgehalt eines durchschnittlichen US-Bürgers zu verdienen. Sie verlassen sich hier auf menschliche Muskeln. Er wirft die Ziegel weiter nach oben. Diese Ziegel, die für den Bau eines neuen Hauses verwendet werden sollen, werden aus einem schlammigen Gemisch ohne Brennvorgang hergestellt und in der Sonne getrocknet. Nur 100 Meter weiter, mitten auf der Straße, fällt ein Mann in Ohnmacht, wahrscheinlich weil er verhungert ist. Es ist herzzerreißend zu sehen, wie dieses Kind, das keine Arme hat, versucht, sein Geschwisterchen zu tragen. Wir können nicht anders, als uns zu fragen, was für einen Job dieses Kind machen wird, um zu überleben, wenn es 20 oder 30 Jahre alt sein wird. Wir sind jetzt in der Schule. Die meisten dieser Kinder werden höchstwahrscheinlich arbeiten, anstatt ihre Ausbildung. Boah, Digga, das geht gerade so heftig rein, Bro. Das kannst du dir nicht vorstellen, ey. Fortzusetzen. Nur 32% der SchülerInnen im Land schließen die Sekundarschule ab. Weniger als 1% der Bevölkerung besucht eine Universität. Boah, Digga, ich bin echt cool. Boah, Digga. Die einzige staatliche Universität des Landes ist die University of Burundi. Was sind die Träume der Schüler? They believe that attending a school to become great people in the future. Was wollen sie werden, wenn sie alt sind? Du siehst hier die Kinder von der Schule zurückkehren. Wie lange läuft er? He walked for an hour. Kinder, kommt einfach. Was ist mit den anderen? 30 Minuten. There are some who go for 2 hours. 2 Stunden nur um nach Hause zu gehen? Yes. Diejenigen, die keine Tasche haben, haben ihre Bücher in ihre Kleidung gesteckt. Die jungen Leute in Weiß, die wir im Vorbeigehen gesehen haben, stellen Maniokmehl her, das viel Stärke in der Wurzel hat. This is the flowers for cassava. We have what we call ugali. Ugali is cassava bread. Wird daraus auch Brot gemacht? Yeah, out of this. They earn per month less than 20,000 Burundian francs. Is less than $10. Wie viele Stunden arbeiten sie? Wo übernachten sie? Mubahe. Yes. Wir gingen zum Tischler. Ist er derjenige, der diese Sachen herstellt? Doors, cupboard and something else. Na, das ist gut fürs Bewusstsein, Leute. Guckt mit zu. Seht, wie es einfach, wie die Wahrheit ist, weißt du, auf der Welt. Guck da einfach zu. Es ist wichtig für uns auch, das zu sehen, zu wissen, zu spüren, zu fühlen. Armen einer nach dem anderen. The two of them, I buy it for 2000. Wie viel kostet ein Stück? 2000. They produce palm oil. Sie werfen die Palmkerne in die Maschine, trennen das Öl vom Kern, füllen diese Becken mit Öl und kochen sie, um sie zu reinigen. Wir sehen das Öl als Lebensmittel und auch als Material zur Herstellung von Seifen. Die Budgets der Ladenbesitzer sind nicht hoch genug für professionelle Werbung. Deshalb lassen sie sich von lokalen Malern helfen. Diese Kunstwerke bewerben die Marke anstatt von Ladenschildern. Die meisten Grundbedürfnisse im Land sind in den Händen von Monopolunternehmen. Es gibt nur ein Unternehmen, das Zucker, Kaffee oder Zement herstellt und diese Fabriken sind von 3 bis 4 Meter hohen Mauern umgeben. Da die Mehrheit der Menschen auf dem Land lebt, fahren wir außerhalb der Städte in die Dörfer, um uns ein Bild vom durchschnittlichen Wohlstand dort zu machen. Wir gehen einkaufen, um den Dorfbewohnern zu helfen, die in sehr schlechten Verhältnissen leben. Wir kaufen genug Maniokmehl, um 30 Menschen für nur $15 zu ernähren. Samstags sind öffentliche Reinigungstage im Land. Da kannst du, guck mal, mit $13, $15, mit wirklich aus unserer Sicht wenig, kann man so viel helfen, Digga. Ich finde es gut, dass wir das Video gucken. Ich finde auch gut, dass ich das Video gucke, weil ich glaube, das wird doch was mit mir machen und es ist wichtig. Zum der Regierung fegen die Burundier heute die Straßen und reinigen die Stadt. Auf dem städtischen Friedhof, etwas außerhalb von Bujumbura, sehen wir mit all seinen auffälligen Details, dass der Klassenunterschied auch nach dem Leben fortbesteht. Du siehst hinter mir den Friedhof einer reichen Person. Diese Dame hat einen privaten Platz für sich gekauft und niemand kann ihn betreten. Die sind für die Mittelschicht und die sind für die armen Leute. Er hat uns gerade angehalten. Der Polizist
bringt uns irgendwo hin. Er sagt, dass es verboten ist, hier zu filmen und dass wir dafür ins Gefängnis kommen können. Nachdem er uns $50 aus der Tasche genommen hat, gibt er uns unseren Pass zurück und geht weg. Am 7. Dezember 2021, nur eine Woche nachdem die Polizei gedroht hatte, uns ins Gefängnis von Gitega zu stecken, brach in diesem Gefängnis ein Feuer aus, bei dem 38 Gefangene ein schlimmes Ende fanden. Laut Statistik ist Burundi das drittschlechteste Land der Welt, was Unfälle durch Feuer betrifft. Wie alt sind sie? Krass, eine Woche später, oder was? Das ist so klein. Und hier gibt es einen Haufen Mücken. Und hier noch viel mehr Mücken. These are the studios. Wo schläft sie? It is here. She put something here. And it's left. Von dieser Seite zu dieser Seite. Yeah. Mit ihren vier Kindern? Her husband died. Then three other children died. So she remains with one boy. Kann sie mit dem Geld, das sie vom Betteln bekommt, überleben? In fact, she begs food, not money. Das ist also das Zeug, das sie vom Betteln bekommen hat, richtig? Dort ein paar Bananen. Das ist also ihr Essen für heute. Ja. Das ist enough, ja. Geben wir ihr noch eine. More? Ja. Hi. Okay, now. Wie alt ist er? Er weiß nicht, wie alt er ist. Gibt es einen Ort, an dem er schläft? Yes. Und wo er kocht? Ja, it is the same place. Das sind seine gesamten Kleider? These are his clothes. Er kocht hier. Er hat ein paar Wälder da drüben. Du siehst hier einige Töpfe und Pfannen. Er hat nur ein paar Schuhe und seine Kleidung ist unordentlich. Du fragst dich vielleicht, wie viele Kleidungsstücke in seinem Kleiderschrank sind, aber Tatsache ist, dass er nicht einmal einen Kleiderschrank hat. Das ist der Lebensraum und die Lebensumstände dieses Mannes. This is his son. Was macht er beruflich? He brings food for cows. Hat er einen Fahrer? Hart, Digga. Ist er betteln gegangen? Ja. Dieser Unterstand könnte das Zuhause der ärmsten Personen des ärmsten Landes der Welt sein. In anderen Ländern nutzen Bauern diese Art von Unterkünften vielleicht für ihre Tiere, aber hier nutzen die Menschen tatsächlich Unterkünfte wie diese für sich selbst. Du siehst hier das Zuhause einer Frau, die versucht, als Bettlerin zu überleben. Das ist der gesamte Raum. Wenn es regnet, ist sie schutzlos. Du kannst Löcher in der Wand sehen. Hier gibt es Säcke, Plastiktüten und Reisig, um eine Wandstruktur zu bilden. Viele Menschen verlieren hier ihr Leben durch den Hunger. Die, die überleben, leben so in den Dörfern. Wie viele Kinder haben die Menschen normalerweise? Wie viele Kinder hat sie? Sie weiß es nicht. She thinks they were six because they all went away. She doesn't know. Verkauft sie, was sie anbaut? No, we just cultivate for eating. Hier versuchen die Menschen nicht mehr Geld zu verdienen, da die wirtschaftliche Infrastruktur im Land nicht gut genug funktioniert. Kaufen sie ein, indem sie die Dinge, die sie anbauen, tauschen, anstatt Geld zu benutzen. Weiß sie, in welchem Jahr wir sind? Auch die junge Dame nicht? Sie haben nicht einmal Geld bei sich, richtig? Sie wissen nicht einmal, welche Währungen es gibt. They don't even have information on what is happening. Their job is to cultivate and eat what they cultivate. Viele Dinge wurden bereits angepflanzt. Die Dorfbewohner hier warten nicht darauf, dass das Land brach liegt und ruhen sich aus, sondern pflanzen weiter, denn sie sind sehr hungrig. Das ist die einzige Möglichkeit, etwas zu essen zu bekommen. Vielleicht wachsen die Maiskörner zweimal langsamer als normalerweise und Faktoren wie dieser fügen ihrem Hungerproblem einen weiteren hinzu. So this is his wife. Lassen Sie uns zusammen sehen. Wir sind mit einer jungen Familie. Haben Sie Kinder? They have one kid. Wo ist das Kind? On the back. Kannst du es zeigen? Wie schön, nicht wahr? Samuel ist 16 Jahre alt, hat noch nie eine Schule besucht und kümmert sich bereits um eine dreiköpfige Familie. Hier gibt es keine Toilette, sie machen es draußen. Das ist die Küche, hier wird gekocht.
Dieses Wasser wird beim Kochen verwendet. Er hat nur ein Freizeitoutfit, das er jeden Tag trägt. Er sagt, dass er noch ein weiteres sauberes Kleidungsstück hat, aber das trägt er nur beim Beten. Welche Religion hat er? Christian. Offiziellen Angaben zufolge werden 20% der weiblichen Bevölkerung des Landes gezwungen, vor ihrem 18. Lebensjahr zu heiraten. Die Burunder, die Kinder als Segen betrachten, haben durchschnittlich 5,5 Kinder pro Frau. Burundis Bevölkerungswachstumsrate ist laut Berichten aus dem Jahr 21 die drittschnellste der Welt. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass einige Männer der vorherigen Generation 25 bis 30 Kinder von mehr als einer Frau haben. Burundi, wo Eiweiß nicht in ausreichenden Mengen konsumiert wird, ist nach Angaben der Vereinten Nationen das Land mit dem weltweit drittgeringsten Fleischkonsum im Verhältnis zur Bevölkerung. Das Land mit dem zweitgeringsten Fleischkonsum ist Indien und auf Platz 1 ist Bangladesch. Und in diesen beiden Ländern ist der Vegetarismus sehr verbreitet. Laut demselben Bericht beträgt der durchschnittliche tägliche Fleischkonsum pro Person nur 14 Gramm und Fleisch macht etwa nur 2% des gesamten Lebensmittelkonsums aus. Auch Anämie ist in der Gesellschaft sehr verbreitet. Nach Analysen des Welternährungsprogramms verliert jedes fünfte Kind aus diesen Gründen sein Leben, bevor es das fünfte Lebensjahr erreicht. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es in Burundi nur einen Arzt pro 35.000 Menschen. 2 Millionen Menschen, die hier leben. Ein Arzt pro 35.000 Menschen, Digga. Haben noch nie in ihrem Leben ein Krankenhaus aufgesucht. Wir fahren jetzt bergab und kehren nach Bujumbura zurück. Unser Fahrer hält immer eine Hand an der Handbremse, weil er den Bremsen des Autos nicht traut. Das ist sehr gefährlich. Wir halten zum Tanken an. Nachdem wir in einer langen Schlange gewartet haben, kaufen wir Benzin für 80 Cent pro Liter. Das sind 2400 Franken. Heute herrscht in der Stadt das Chaos. Eine vierköpfige Familie ist mit einem einzigen Fahrrad unterwegs, um am Sonntag den Gottesdienst zu besuchen. Wir sind bei einem der Sonntagsgottesdienste, die von einer Kirche organisiert werden. Eine der Aktivitäten, bei denen die Bevölkerung leichte Kontakte knüpfen kann. Ungefähr 84% der Bevölkerung sind Christen, 2,5% sind... Der rattert das ein bisschen voll runter, so, ne? Ich weiß nicht, ob das nur auf Deutsch ist, aber der rattert das voll runter, so. Und der Rest glaubt an eine Göttin namens Imana, die Teil ihres alten religiösen Glaubens ist. Oder glaubt an keine Religion. Jetzt hörst du die traditionelle burundische Musik. Und sie tanzen auch. Das Lied ist in ihrer eigenen Sprache, Kirundi, wurde früher benutzt, um den Feind zum Kampf aufzurufen. Das Königreich Burundi wurde 1890 Teil von Die haben die Dinger auf dem Kopf und schlagen noch dagegen, so krass. Ostafrika und nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg an Belgien abgetreten. Die belgische Regierung, die sich in allen Bereichen bemerkbar machte, führte ab 1933 die ethnische Diskriminierung ein und schuf künstlich verschiedene Klassen, indem sie Personalausweise an die Menschen nach festgelegten körperlichen Merkmalen verteilte. Was die demografische Struktur betrifft, gehören 85%, 14% und das verbleibende 1% der Bevölkerung verschiedenen Da guckt man es nicht fix an die Kirche. The one who brought independence, he was killed here while he was in the meeting of independence. He was killed by Belgium. Hassen die Menschen hier Belgien? No, we don't hate them because first of all, they educated us. We use their educational system. Everything officials, we copy Belgium. And that's why we even speak French. They are our colonizer and we take them as our tutor. Obwohl der belgische Missbrauch, der bis zum 1. Juli 1962 andauerte, offiziell beendet wurde und Burundi seine Unabhängigkeit erklärte, wurde es für die Menschen zur Pflicht, einen Ausweis zu tragen, der ihre Stammeszugehörigkeit angibt. Dieser Konflikt, der bis 2005 andauerte, hat das Leben von etwa 300.000 Menschen in diesem Land beendet. Die Menschen hier schätzen sich glücklich, dass die Belgier ihnen das Christentum gebracht haben. Ein berühmtes afrikanisches Sprichwort sagt, als die Missionare nach Afrika kamen, hatten sie die Bibel und wir das Land. Sie sagten, lass uns beten. Wir schlossen unsere Augen. Als wir sie wieder öffneten, hatten wir die Bibel und sie hatten das Land. Zusätzlich zu den Kindern, die ihre Eltern durch unglückliche... Als wir sie wieder öffneten, hatten wir die Bibel und sie das Land, Digga.
Oh, da ist so viel schiefgelaufen, ne? Wenn sie in der Vergangenheit oder durch AIDS verloren haben, gibt es viele Kinder, die von ihren Familien aufgrund wirtschaftlicher Instabilität verlassen wurden. Nach Angaben der Organisation SOS Kinderdorf gibt es heute 610.000 Waisenkinder im Land. Das sind 5% der Gesamtbevölkerung des Landes. Diese Waisenkinder werden in der Regel zur Arbeit gezwungen. Ein großer Teil von ihnen wird zu unangemessenen Dingen gezwungen und einige werden wie Ware verkauft. Offiziellen Untersuchungen des US-Außenministeriums zufolge werden einige burundische Kinder in eine der armen Regionen Ugandas, Haramoga, gebracht und zu landwirtschaftlicher Zwangsarbeit und unangemessener Arbeit gezwungen. Im Jahr 2020 berichteten die Regierung und die Zivilgesellschaft, dass Menschenhändler Kinder auf Märkten in der östlichen Region Haramoga für 50.000 ugandische Schillinge, umgerechnet etwa 15 US-Dollar, verkauften. Erst vor einem Monat, am 5. Januar 2022, rettete ein Team von Mitarbeitern der Nationalen Agentur für das Verbot des Menschenhandels und des Ministeriums für staatliche Dienstleistungen eine burundische Frau mittleren Alters und ihre drei Kinder vor dem Verkauf. Adakoye Vincent, ein Sprecher der Nationalen Agentur, sagte, die Frau, Sinirimera Bizimana, und ihre drei Kinder, Murvanesa Maesi, Akimana Betel und Umvisa Collins, seien aus einem Lehmhaus befreit worden. Ihre Reisedokumente und andere Habseligkeiten wurden beschlagnahmt. Opfer aus Burundi, Kenia und dem Südsudan reisen in der Regel über Uganda in andere Länder, vor allem in den Nahen Osten. Nach den diesjährigen Daten haben in Burundi, dem viertschlechtesten Land in der Liste, nur 13% der Menschen Zugang zum Internet. Trotz all dieser negativen Aspekte lautet das Motto des Landes Einheit, Arbeit und Entwicklung. Die rote Farbe auf der Flagge steht. Bro, das ist so heftig, Mann, Alter. Das passiert einfach gerade jetzt, gerade. Guck mal, wir leben hier. Mikrofon, Digga. Fucking Tastatur, Bildschirm, Licht, Bruder, alles da. Weißt du, was ich meine so? Auf der anderen Seite von der Welt werden Kinder verkauft, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ein Kampf um Freiheit, das Grün für die Hoffnung auf die Zukunft und das Weiß für den Frieden. Die drei Sterne in der Mitte stehen für die Gemeinschaften, die im Land leben. Obwohl es vor kurzem verboten wurde, um keine Revolte auszulösen, ist eine der öffentlichen Aktivitäten das Joggen, das mit Genehmigung organisiert wird. Der beliebteste Sport ist Fußball. Der größte Traum einiger junger Menschen hier ist es, zu einem Fußballverein im Ausland zu wechseln. Andererseits ist die Liste derjenigen, die mit einem Athletenvisum zu Wettkämpfen nach Europa gereist sind und nicht ins Land zurückkehrenden, ziemlich lang. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich 2011, als alle Spieler eines senegalesischen Vereins in Paris, wohin sie für ein Spiel gereist waren, nicht auf dem Platz erschienen sind und sich illegal in Frankreich verteilt haben. Wir sind am Ufer des zweittiefsten Sees. Krass. Sie sind einfach da geblieben. Wie du sehen kannst, liegt überall Müll herum. Die Leute kommen sonntags hierher, um zu schwimmen. Das sieht nicht gerade ideal aus. Außerdem heißt es, dass es hier ausgewachsene Krokodile gibt. Die Einwohner der Städte an den Ufern des Tanganjika-Sees sind in der Fischerei tätig. Der beliebteste Strand des Landes, Saga Beach, liegt nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und war vor einigen Jahrzehnten die Heimat eines Krokodils namens Gustave, das rund 300 Menschen gefressen haben soll und eine Tonne wog. Gustave, der sehr gerne Menschen jagte, fraß die Menschen, die er fing, manchmal nicht und ließ die leblosen Körper auf der Wasseroberfläche liegen. 12 Meter. Oh. It's used to eat a lot of. Sie steigen in diese sargähnlichen Boote, die man Bato nennt, und die sehr primitiv aussehen. Das Wasser läuft in das Boot und sie sind mit Flicken versehen. Ein Kerl fängt etwa 30 Fische. Yes. Wie viel verdient er im Monat? They earn more than 100 a month. People who fish, they actually earn a lot of money. Krass, okay, die Fischer $100 im Monat, oder was? Schon deutlich mehr als die ganzen anderen Sachen, ne? Machen nicht mehr Leute mit. Some people think that maybe they are not skilled enough. Gibt es Krokodile in diesem See? Ja, they are crocodiles. This is the size. Gibt es Menschen, die beim Angeln ihr Leben verloren haben? Ah, so they lost their lives falling and it is deep. Dafür aber Risiko, ja, dafür mehr Risiko, ja. Erfahrene Fischer können den Ort der Gefahr mit Hilfe von Blasen, die an die Oberfläche steigen, bestimmen. Sie war hier. Krokodile, die wissen, wie Menschen schmecken, verstecken sich im Wasser. Manchmal greifen sie Fischer an, wenn sie deren Boote sehen. Die Menschen versuchen auf harte Weise über die Runden zu kommen und wir sind hier, um für kurze Zeit einen Blick auf ihr Leben zu werfen. Wir fahren weiter auf dem See. Dieser Mann wird fischen.
Wie du siehst, nimmt unser Bato Wasser auf. Wir müssen es ständig ablassen. Dieses Boot wird wahrscheinlich unter Wasser stehen, wenn jemand das Wasser eine Woche lang nicht ablässt. Das ist ein Routineprozess und sehr anstrengend. Man sagt, dass es hier viele Krokodile gibt, aber selbst die Kinder sind an diesen Lebensstil gewöhnt. Es ist ein ganz normaler Tag für sie und das ist die Art, wie sie überleben. Das Leben in Burundi ist hart. Obwohl er nicht sehr bekannt ist, ist der Tanganyika-See von großer Bedeutung, denn er besitzt etwa 16% der weltweiten Süßwasserreserven. Da die Trinkwasserknappheit vor der Haustür der Menschheit steht und er 16% des weltweiten Süßwasservolumens besitzt, könnte er in den nächsten Jahrzehnten stark ausgebeutet werden. Die wichtigsten Exportprodukte Burundis sind Kaffee, Tee, Baumwolle, Kartoffeln, Bohnen, Maniokmehl, Mais und Bananen. Die Länder, in denen diese Produkte verkauft werden, sind Belgien, China, Uganda, Kenia, Saudi-Arabien und Indien. Im Jahr 2020 nahm das Land etwa 161 Millionen Dollar durch Exporte ein, gab aber 908 Millionen Dollar durch Exporte aus. Normalerweise sind die Abstände zwischen diesen Werten für andere Länder gering, aber Burundis Kontodefizitrate ist um ein Vielfaches höher als der Weltdurchschnitt. Und 50% dessen, was sie verkaufen, ist Gold. Die Vereinigten Arabischen Emirate kaufen Gold aus Burundi und verkaufen es zu viel höheren Kosten an die Welt, indem sie dem Produkt einen zusätzlichen Wert verleihen. Als der burundische Präsident Pierre Nkurunziza sich entschloss, für eine dritte Amtszeit zu kandidieren und dabei angeblich gegen die Gesetze verstieß, wurde das Land von der westlichen Welt heftig kritisiert. Später wurde Burundi aufgrund dieser politischen Krisen im Jahr 2015 von der westlichen Welt mit einem Embargo belegt und verlor seine wirtschaftlichen Bindungen. Obwohl Burundi in der Nähe des Äquators liegt, hat das Land aufgrund seiner Höhenlage ein leicht feuchtes Klima. Die durchschnittliche Temperatur schwankt das ganze Jahr über kaum und liegt bei 24 Grad Celsius. Im Land herrscht zweimal im Jahr Regenzeit, von September bis November und von Februar bis Mai. Das gebirgige Gelände und die zunehmende Zahl von abgeholzten Bäumen haben das Land anfällig für Überschwemmungskatastrophen gemacht. Durch die steigende Zahl von Überschwemmungen in den letzten Jahren wurden viele Häuser in Burundi zerstört und ihre landwirtschaftlichen Flächen, die ihre Einkommensquelle sind, wurden ruiniert. In der Stadt Gatumba haben die Menschen bei der Flut im April 2020 90% ihres Besitzes verloren. Das Land ist wie ein Baum, der Monat für Monat seine Blätter verliert. Die Menschen hier hoffen, dass der Frühling kommt, aber im Herzen Afrikas hat die Menschheit ihre Probleme noch nicht überwunden. In dieser Dokumentation haben wir das ärmste Land der Welt und seine Menschen kennengelernt. Wir wurden Zeuge der Verzweiflung einer Gesellschaft, die sich an Hunger gewöhnt hat. Mehr über die Quellen, die wir bei der Erstellung dieser Dokumentation verwendet haben, erfährst du über die Links in der Beschreibung. Bei unserem nächsten Stopp, Uganda, erwartet uns alle eine große Überraschung. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit du sie nicht verpasst. Rui Cennet war hier. Rui Cennet. Ist es türkisch, Digga? Scheint ein türkischer Kanal zu sein, ne? Das Video hat mich brutal mitgenommen eben. Wirklich, ey. Bis zu leichten Tränen gerührt auch. Einfach das, weil das einem nicht so richtig bewusst ist, Bro. Weißt du, wie ich meine? So, man weiß das, man hört immer wieder, man hat es auch in Filmen schon gesehen oder auch hier und da mal eine Dokumentation gesehen. Aber ja, das nochmal so in der Videoform gerade zu sehen, hat mich sehr, sehr, sehr krass mitgenommen. Hat mich sehr krass mitgenommen und mir auch wieder einige Dinge bewusst gemacht. Und ich frage mich auch so ein bisschen, also ich glaube ja an Gott und ich glaube daran, dass alles geschrieben ist und ich glaube, dass es irgendwie so eine Art Vorbestimmung gibt auch. Und ich frage mich, was da der tiefere Sinn ist, beziehungsweise wie das noch weitergeht und was mit Afrika noch passiert. Und ja, so, weißt du so? Und ich sag dir auch ehrlich, Alter, also, ach, ich will gar nicht zu viel sagen, aber für mich muss auch da ein bisschen mehr der Fokus, glaube ich, hin nach Afrika, so. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe und wie man auch in der Dokumentation gehört hat, ist, wie man da schon mit 20 Dollar helfen kann, weißt du? Wirklich helfen kann, Menschen davor beschützen kann, dass sie nicht an Hunger sterben, so. Das sollten eigentlich alle auch Regierungen tun, meiner Meinung nach. Ich verstehe nicht, warum es nicht einen Pakt gibt oder einen Zusammenschluss von den Regierungen, die Afrika ausgebeutet haben, dass die jetzt Afrika auch da wieder rausholen, weißt du so? Und da rein investieren. Das wäre doch möglich. Bei so viel Geld, wie wir einfach nur noch drucken, kein Goldstandard mehr. Die drucken ja sowieso einfach das Geld nur noch so raus. Warum wird das nicht mal genutzt, um wirklich das Leid der Welt zu bekämpfen, Digga, so? Dafür wird einfach so gefühlt gar nichts getan. Weißt du, was ich meine, so? Gefühlt gar nichts.